Hallo, heute zeige ich dir die Grundanleitung für einfache Häkelpuschen. Das ist jetzt wirklich die einfachste Variante, wie du dir deine Puschen selber häkeln kannst. Auch in der Größe ganz einfach abwandelbar. Das erkläre ich dann, während ich häkel. Das jetzt hier ist Größe ja, 40-41. Kannst du natürlich auch viel kleiner machen oder größer machen, ganz wie du möchtest. Du kannst ja auch noch Muster einarbeiten, aber das zeige ich dann noch in anderen Videos. Das ist jetzt wirklich die komplett ganz einfache Grundanleitung nur. Und ich habe hier relativ dünne Wolle. Das entspricht etwa 4 Fädiger Sockenwolle und eine Nadelstärke mit 2,5. Achte bitte darauf, wenn du andere Wolle oder dickere Nadel verwendest, ändert das natürlich auch die Größe des Puschen, des Schuhs dann. So, aber wir fangen jetzt mal an. So, und wie gesagt, die genauen Maße sage ich dir gleich noch. Ich beginne mit einem magischen Ring. Ich mache den immer so, dass ich den Faden hier um den Finger wickel, dann zweimal um den Daumen wickel, hier hinten einspanne, zwischen kleinem und Ringfinger. Dann drehe ich mir das und steche von oben in diese erste Schlaufe ein, hole mir den Faden durch, hole mir den Faden nochmal und gleich nochmal. Also zwei Luftmaschen und das ist jetzt praktisch mein erstes halbes Stäbchen. Ich arbeite in halben Stäbchen, das heißt, ich wickle jetzt den Faden einmal um die Nadel, steche in den Ring ein, hole den Faden durch, hole den Faden und ziehe ihn dann durch alle drei Schlaufen durch. Dann wieder Faden holen und durch. So, das ist dann mein drittes. 4, 5 und 6. Jetzt kann ich schließen, indem ich einfach an dem Anfangsfaden ziehe. Und ich arbeite jetzt weiter in Spiralrunden. Also ich mache jetzt nicht immer eine Kettmasche nach jeder Masche, sondern ich arbeite direkt weiter. Jetzt habe ich 2, 4 und die sechste Masche ist hier. Die zweite Luftmasche ist meine sechste Masche. Und in die arbeite ich jetzt direkt 2 halbe Stäbchen. 1, 2. Jetzt bin ich schon direkt in der zweiten Runde. Und in dieser verdopple ich jetzt jede Masche, damit ich am Ende der Runde, also da, wo mein Anfang ist, auf 12 Maschen komme. So, also in die nächste Masche wieder 1, 2 und ich empfehle dir, hier mit einem Maschenmarkierer zu arbeiten. Oder ich mache das immer so, dass ich den Fadenanfang hier verwende. Na, also dann sehe ich hier gleich schon, wo mein Rundenanfang ist. Der sitzt dann hier und dann nehme ich mir den Faden in der nächsten Runde einfach nach vorne. Dann stört mich da kein Maschenmarkierer. So, jetzt habe ich 4 Maschen. 5, 6. Sieben. 8. 9. 10, 11 und 12. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Genau, 12 Maschen nach Runde 2. Und jetzt in der nächsten Runde verdopple ich jede zweite Masche. Das heißt, am Ende dieser Runde habe ich dann 18 Maschen. Ja. Die erste und die nächste Masche dann verdoppeln.
wieder in der nächsten war dann wieder nur eine Masche und hier kommen dann wieder zwei halbe Stäbchen rein. So, das mache ich wieder bis zu meinem runden Anfang. So, runden Anfang. Jetzt wird jede dritte Masche verdoppelt. Das heißt, ich mache zwei einzelne halbe Stäbchen und in der dritten Masche verdopple ich wieder. Am Ende der Runde habe ich dann 24 Maschen. In der nächsten Runde wird jetzt jede vierte Masche verdoppelt. Also 1, 2, 3 und dann die vierte Masche verdoppeln. Am Ende dieser Runde haben wir dann 30 Maschen. Und wir erhöhen weiter auf 36 Maschen, indem wir jetzt jede fünfte Masche erhöhen. Klar, also 4 Maschen. Und jetzt die fünfte verdoppeln. Du siehst das übrigens auch hier. Immer zwischen die Maschen aus der Vorrunde, die du verdoppelt hast, da kommt kommen deine zwei halben Stäbchen rein. Und dann geht es hoch auf 42 Maschen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und dann die nächsten beiden Maschen verdoppeln. So. 42 Maschen würden jetzt reichen für Größe 36 bis 39. Reichte das vollkommen aus, auch noch bis 40. Ich werde jetzt, da ich ja etwas größere Puschen haben möchte, werde ich jetzt nochmal erhöhen auf 48 Maschen. Wie gesagt, für die kleinere Größe 36 bis 39, 40 reichen jetzt deine 42. Ich mache jetzt, wie gesagt, nochmal eine weitere Erhöhung, indem ich jetzt jede siebte Masche verdopple. Du kennst es ja, wenn dir das Video gefällt, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Und ein Abo. Und schau dir doch gerne mal meine anderen Videos noch an. Ich habe ganz viele Videos zum Thema Socken häkeln, Socken stricken und noch vieles mehr. So, und ab hier geht es jetzt weiter mit halben Stäbchen ohne weitere Zunahmen. Ich habe mir meinen Faden hier wieder hochgeholt. Du kannst hier deinen Maschenmarkierer reinmachen. Und es geht jetzt einfach weiter ohne Zunahmen. Weiter in Spiralrunden. Also ohne Kettmasche und Luftmaschen. Bis du die gewünschte Länge erreicht hast. Und das zeige ich dir jetzt. Und zwar, wir haben jetzt diese Runde hier gemacht, also die Zunahmen. Wir sind jetzt ungefähr hier an dieser Stelle. Und ab hier machen wir jetzt weiter, bis du deine gewünschte Länge hier erreicht hast. Also ich habe es relativ nah am Fuß. Du kannst aber auch
hier schon anfangen dann mit dem Abnehmen. Das bleibt jetzt dir überlassen. Ich zeige dir mal, wie ich das gemacht habe. Jetzt war gerade das Maßband verschwunden. Also ich habe jetzt hier ungefähr eine Breite von 12 cm. Na, wenn du weniger Maschen jetzt genommen hast, also 42 hast du etwas weniger natürlich. Und bis zum Fußausschnitt sind es bei mir etwa 15 cm. Man kann es sehen, noch ein bisschen größer machen. So, also etwa 15 cm bis zum Fußausschnitt. Und hier in der Breite habe ich etwa 12 cm. Bei dir sind es wahrscheinlich 11 dann, wenn du 42 Maschen nur genommen hast. Und bis hierhin häkle ich jetzt einfach nur in Runden weiter, ohne weitere Zunahmen. Also die Zentimeterangaben helfen dir jetzt natürlich auch, wenn du mit einer dickeren Nadel arbeitest. Beziehungsweise mit dickerem Garn. Also wenn du hier zusammengeklappt etwa 15 cm hast, bei einer kleineren Größe reichen natürlich auch 14 cm oder bei Ballerinas sogar noch weniger. Den vorderen Fußteil habe ich jetzt fertig und jetzt kommt hier der Fußausschnitt. Jetzt wird weiter in Reihen gehäkelt und nicht mehr in Runden. Und dafür lasse ich jetzt etwa ein Drittel der Maschen, häkle ich jetzt nicht mit und über den Rest kommt dann der Fuß unten. In meinem Fall sind das jetzt hier 16 Maschen, die ich ungehäkelt lasse, also sprich 32 Maschen häkle ich jetzt weiter in halben Stäbchen, beziehungsweise wenn du hier nur 42 Maschen insgesamt hattest, sind es dann 14 Maschen, die du nicht häkelst und über 28 Maschen weiter in Reihen häkeln wirst. So, ich mache zwei Luftmaschen. Wie gesagt, das wird jetzt in Reihen gestrickt, deswegen bende ich jetzt und häkel einfach zurück. Na, hier in die erste Masche nach den Luftmaschen. Das ist jetzt mein erstes halbes Stäbchen, die beiden Luftmaschen. Und wie gesagt, ich mache jetzt 32. 3, 4. So, also die 16, die lasse ich jetzt. Mache wieder zwei Luftmaschen. Und gehe zurück. Also wende und arbeite hier weiter. Ich mache jetzt hiervon, von diesen Reihenmaschen oder von diesen Reihen, nochmal etwa 10 cm, dass ich auf eine Gesamtlänge von der Spitze auf etwa 25 cm komme. Wie gesagt, das ist die größere Größe. Du kannst hier auf eine Gesamtlänge von etwa 23 cm häkeln bei einer kleineren Größe. Also ich würde hier für Größe ja, 39, 40 würde ich jetzt hier 24 cm machen und 36 bis 38 etwa dann, wie gesagt, 23 cm. So lässt sich das auch ganz einfach dann auf kleinere Größen dann auch noch anpassen. Also wäre das auch möglich, natürlich auch Kinderpuschen zu häkeln. Maße lieber in, rein haben möchtest, nach der Spitze, also nach den Zunahmen, habe ich hier, bis ich die Abnahme hatte, 14 Runden gestrickt, gehäkelt, Entschuldigung, also 14 Runden hatte ich dann hier dann noch, nachdem ich hier nicht weiter zugenommen habe. Und hier habe ich dann, Moment, und hier dann nochmal 14 Reihen. Ne? So.
So ist nur also bei mir jetzt für, wie gesagt, die größere Größe. Hier 14 Runden nach den Zunahmen und dann hier nochmal für den Fußteil auch nochmal 14 Reihen. Das ist fertig. Und bevor ich jetzt hier die Ferse zusammennähe, mache ich hier noch eine Umrandung, weil mir das nicht so gut gefällt hier oben, um das ein bisschen schöner zu machen, arbeite ich jetzt mit festen Maschen und zwar gehe ich hier jetzt in die erste Lücke rein zwischen den Reihen und mache da drei feste Maschen. Dann überspringe ich hier die nächste Masche und mache hier drei feste Maschen rein. Also immer zwischen den Reihen hast du ja so eine kleine Lücke drin. Du könntest hier jetzt auch natürlich halbe Stäbchen arbeiten. So, dann zwischen den nächsten Maschen ist hier. Dann mache ich hier drei feste Maschen. Also es gehen hier auch halbe Stäbchen oder Stäbchen ganz, wie du möchtest. Du kannst die Reihe auch ganz weglassen. Und das arbeite ich jetzt einmal ringsrum, bis ich auf der anderen Seite angekommen bin. So, hier oben an der glatten Seite überspringe ich einfach immer eine Masche. Das ist dann ganz einfach zu erkennen. Also drei feste Maschen in eine und dann einfach eine Masche überspringen. Und wieder drei Maschen. Jetzt kommt der letzte Schritt, nämlich die Ferse hier. Das bleibt jetzt dir überlassen, ob du es lieber zusammennähst oder zusammenhäkelst. Nur ins innere Maschenglied, durch beide Maschenglieder, durchs äußere, wie auch immer. Das ist jetzt deine Entscheidung. Ich häkel das jetzt zusammen und dafür drehe ich mir das Ganze auf die andere Seite. So, also die Innenseite ist jetzt außen. Verbinde das Ganze hier. Jetzt bin ich aus dem Bild raus. Mit einer Kettmasche. Nehmen wir mal den Faden hier. Also von der Seite finde ich es einfacher. So. Und jetzt einfach Masche für Masche auf beiden Seiten zusammenhäkeln. Mit einer Kettmasche oder zusammen nähen. Du kannst auch hier nur in die inneren oder äußeren Maschenglieder gehen. Wenn du in die inneren gehst, hast du dann auf der Innenseite die Naht. Wenn du durch die äußeren gehst, auf der äußeren Seite. Das ist, das bleibt dir überlassen, wie dir das besser gefällt. Genauso natürlich auch beim Zusammennähen. So, und ich gehe jetzt einfach hier Masche für Masche auf beiden Seiten durch und verbinde die beiden Teile. Mache hier eine Kettmasche, heißt also, ich hole den Faden nicht nochmal, sondern ziehe die Schlaufe direkt durch. Also Faden holen und durch. Hier unten noch, damit kein Löchlein entsteht. Und dann ist es auch schon fertig. So sieht es auf der Innenseite aus. So dann auf der Außenseite. Ich schneide den Faden jetzt ab und vernähe ihn gleich noch. So. Fast anziehen.
Und fertig ist dein super einfacher Hausschuh, Puschen, Socken, wie auch immer. Das ist die Rückseite. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, du schaust wieder rein.